Natürlich habe ich eine Knarre. Was denken die denn? Gib mir alles, was du hast. Waren das nur die beiden? Heilige Scheiße, Mann. Hat da noch wer geschossen? Ich bin euch doof. Wo kommt das denn jetzt her? Hallo? Aha! Okay, hör auf zu schießen. Kamera. Hier aufstehen. Oh Gott. Ja. Ja. Von mir aus. Erstmal Kasten. So. Du bist minderwertig. Was stimmt mit dir nicht? Was? Wie viel hält die denn aus? Ei. Mein Gott! Hier ist doch irgendwo auch ein... Oh. Big Daddy. Wo ist denn der jetzt? Dann komm mal mit. Wo muss man hin? Ach, da lang. Ich hätte gerne Stromdings wieder. Stromdings war gut. Komm mit. Sehr schön. Das hätte ich gern. So. Antiperson klingt super. Die will ich nicht. Yep. Zieh Leine, du kleine Sau! Mach das! Mach mit der... So. Herrgott, mir reicht's langsam. Was, Mr. Bubbles? Okay.
Kopfen, wer gewinnt? Ja, ja. So. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert. Nur nicht sein. Bitte schön. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Ich bin einfach einsam. Ich bin alle. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Oh. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hoch. Oh. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja. Glaube ich. Okay. Eindringlich. So, komm, lad nach. Danke. Heiliger! Ja, komm. Kann ich einfach mal die Klappe halten? Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bodenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen finden könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bodenstange nicht nochmal in seinem Gefühl. Ja, lass mich doch durch! Ich möchte nicht durch die ganzen Dialoge hier... Wie habe ich das sagen? Schön für dich. Diese Tannenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Ist mir doch egal. Die Samariterin oder wie? Pustekuchen, das merkst du doch wohl genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tannenbaum. Und Zhu Shong wird sich wohl daran halten. Gibt ein Gegenmittel? Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zhu Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Gut gemacht. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen. Mir gefällt es genauso wenig wie dir, Kleiner. Aber du musst meinen Standpunkt verstehen. Ich bin seit 12 Jahren hier und ich habe viel investiert. Ich kann jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Dieser miese Kleine, ne? Gott. Ihr ganz allein!
Ja, ich glaube. Guck. Ich habe keinen Verbandskasten mehr. Was? Ne. Ist doch nicht wahr. Hier! Oh. Das wäre ja dumm. Okay, da kann ich nichts machen. Ich habe halt keinen... keinen Dings mehr. Schön für dich. Hier war ich schon, ne? Ich hab's umgebracht. Du endlich lernen, Anweisungen zu befolgen. Ich komme jetzt runter, kleine Motte. Ja, so ist auch gedacht. Und lehre dich tanzen. Ja, komm doch. Mein Gott. Ist mir nur ganz recht. Manipuliert mich hier die ganze Zeit und erwartet dann... Ich bin Sander Coulter. Okay, das könnte gut werden. Könnte. Heiliger. Oh oh. Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Achso, das war nur Sander Cohen. Das war ja doof. Mist. Hab ich das schon? Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Muss ich jetzt den Code dafür finden? Und wo soll ich da bitte suchen? Und wer summt die ganze Zeit? Das von hier? War ich hier schon mal? Das kommt von oben, ne? Aber hier ist auch nichts. Hier war auch nichts. Die hatten alle nur Geld dabei, ne? Braucht doch kein Geld. Verstehst nicht? Ich hatte es meiner Hand gegen dich zu erheben. Aber Geschäft ist Geschäft. Ja, ja. Ich darf nicht runterziehen. Das hilft auch nicht mehr.
Futter für die Fische ist. Was auch immer. Ich habe keine Angst vor Misserfolg. Vor wem hast du keine Angst? Wie bitte? Hast du sie noch alle? Hey, das bringe ich nicht. Das bringe ich auch nicht. Das bringt genauso wenig.